Hallo Leute und herzlich willkommen zu Don't Starve Shipwrecked. Welcome to Paradise. Für Don't Starve kam eine neue Erweiterung raus. Ich guck mal, ob ein paar Mods schon mittlerweile verfügbar sind. Es gab einige, die waren noch nicht geupdatet. Jetzt dauert das natürlich so ewig. So war das nicht geplant. Okay, gut, das ging schnell. Okay, wir sehen schon, also die meisten Sachen, das sieht man immer, das normale Don't Starve, das ist Range of Giants und SW ist halt das Neue. Da wurden aber halt einige noch nicht geupdatet, ich weiß auch nicht. Irgendwie Bigger Stacks, nö, Out of Data, also es sind halt einige, wie zum Beispiel die Minimap hat und sowas. Naja, dann spielen wir halt ein bisschen Oldschool. Ich habe hier ein bisschen angefangen zu spielen, möchte natürlich mit euch ein neues Spiel beginnen. Und wir suchen mal nach einem Charakter. Ich nehme gerne. Oh, das ist eine neue. Eigentlich, unsere liebe Abigail. Aber ich möchte gerne mit unserem Gentleman Scientist spielen. Und denke, das ist auch eine gute Wahl. World kann man noch nichts einstellen, so wie vorher. Da würde ich gerne ein bisschen was einstellen, weil mir beim ersten Mal spielen schon ein bisschen was aufgefallen ist. Aber wir gehen einfach mal ins Spiel und lassen uns mal von den tropischen Sounds ein bisschen was holen. Ich denke mal, so ein Part wird so meistens 2 Tage haben. Und ja, ihr werdet schon sehen, was sich gleich geändert hat. Ich weiß nicht, falls ihr selbst das Spiel schon gespielt habt, könnt ihr mir mal sagen, was ihr davon haltet und wie ihr denkt, dass es umgesetzt worden ist. Hier ist unser Papagei. Nice sailing! So, und wir stehen mal auf. Und wir sind an einem Strand. An sich gibt es ein paar neue Sachen, die mir so aufgefallen sind, aber ich nehme mal an, ich werde darüber sprechen, sobald wir die neuen Sachen halt dann auch sehen im Spiel. Aufgefallen ist mir, dass es ziemlich wenig Stöcke gibt, je nachdem auf was man für eine Insel sein. Wir haben jetzt 2-mal Stöcke, so Gras gibt es eigentlich genug, also ist mir bis jetzt nichts aufgefallen. Man kommt halt wirklich drauf an, auf welcher Insel man so landet. Da ist auf jeden Fall was zu essen dran. Das kenne ich schon. Das sind Limpets. Ich weiß nicht, was Limpets wirklich sind. Und hier sieht man schon, hier gibt es Bambus, hier gibt es Dschungelbäume und Vines. Vines sind so, ich weiß nicht, was sind Vines übersetzt? Aber unsere Startinsel scheint ziemlich gut zu sein. Wir haben Palmen, wir haben die Dschungeltrees. Wir haben einiges an Stöcken. Die Krabben sind, glaube ich, die Hasen der Insel, könnte man so sagen. Oder nehme ich einfach mal so an. Muscheln weiß ich auch noch nicht, wozu man sie braucht. Ich habe, glaube, eine Sandburg das letzte Mal gebaut davon. Was ich ziemlich cool fand, ne? Dass es sowas gibt. Aber ich weiß nicht, was sie gebracht hat. Ich glaube, die war nur so ein bisschen Deko-Möglichkeit. Schade, dass wir aber hier kein Gold auf der Insel zu haben scheinen. Aber wir sind ja nicht nur auf dieser kleinen Insel. Oder relativ großen sogar. Es gibt eindeutig kleinere. Sondern wir haben auch noch die Möglichkeit natürlich weiter zu schippern. Das ist nämlich so, ich nehme mal an, darauf, wo es ausgelegt war, dass man schippern kann mit einem Bötchen. Das können wir uns dann auch gleich bauen, aber ich will erstmal hier so ein bisschen die Insel abluten, bevor wir weitergehen, damit uns nachher an nicht wirklich was fehlt. Vielleicht auch noch die erste Nacht hier verbringen, das weiß ich noch nicht ganz genau, je nachdem wie schnell das jetzt hier geht. Ja, Blumen könnte man mitnehmen zum Verzehr. Hier haben wir einmal Berries. Ja, also die Insel ist echt Töfte. Sagt man Töfte noch? Ich weiß nicht, wo ich Töfte überhaupt her habe. Ich glaube, das hat mir mal die liebe Roller auf einem Game geschrieben. Super töftiges Game oder irgend sowas. Und da sind Schlangen drin. Da möchte man dann ungern hin. Denn das ist eine neue Gegnerspezies zu den Spinnen. Also Spinnen gibt es auch wieder. Je nachdem, auf was für einer Insel man landet. Aber wir gucken einfach mal. Achso, und wer sich wundert, warum ich die Maus hier oben habe und ich wirklich auf die Sachen klicke, ich mache das meistens mit der Leertaste. Vielleicht hört man das auch ein bisschen. Ich hoffe nicht zu sehr. Und zwar aktiviere ich halt mit der Leertaste, dass Wilson nach den Sachen greift. Und
Ja, wir haben eigentlich so von jedem was dabei, ne? Also so schlecht ist es bislang gar nicht. Dieser Baum, den habe ich auch schon mal abgeholzt. Ich weiß nicht, ob der böse ist irgendwann mal. Hab den auf jeden Fall abgeholzt und der hat mir dieses Holz, was man sonst immer von den Baumbeißern bekommt, gegeben. Fand ich auch ziemlich praktisch. Ich denke, wir machen uns hier so mal ein, so ein fettes Feuer nachher. Sobald wir relativ viel gesammelt haben, so brauche ich auf jeden Fall eine Axt. Machen wir uns nämlich hier schon mal ein bisschen was. Und zwar, wir haben hier noch so viel auf diesen Felsen. Das finde ich cool. Und ich mag die Musik sehr. Ich mag die Musik echt sehr. Ich weiß nicht, ich will gerne. Ich merke gerade, das Spiel scheint ziemlich laut zu sein. Ich kann das ein bisschen schlecht einschätzen. Das heißt, wenn der erste Part jetzt nicht so top ist, tut's mir leid. Ich tue mein Bestes. Ich habe auch vorhin mal reingehört, aber jetzt ist ja nochmal ein bisschen andere Musik drin. Ne? So. Ein bisschen Steine sammeln. Ich lasse mal diese rundlichen Steine stehen. Entschuldigung. Ich wollte nicht niesen. Einfach nur, weil ich hoffe, dass ich da diese Limbs nochmal drauf bilden und ich die dann nutzen kann, um da Essen abzufarmen. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich mal zwischen diese Steine hier auch das erste Feuer bauen gleich. Ich sammle mal bis zu 40 Gras. Ich glaube, das dürfte so ein Stack sein, 40 Gras. Und wir hacken noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Oder wir machen uns eine Machete. Machen wir hier so ein paar Vines. Ich weiß halt, dass es Vines sind, deswegen. Und so ein bisschen Bambus. Dann können wir uns gleich ein schnelleres Boot craften als das erste. Was ich nicht schon alles weiß. So. Ich nehme mal das noch mit. Und es wird dunkel. Scheint auch bei euch im Video relativ dunkel zu sein. Weiß gar nicht, ob ich das noch anders eingestellt habe, aber ich finde das so angenehm. Vielleicht gleich so viel Jump. Ah, ihr legt das Gold dahin. Finde ich interessant. Da ist eine Schlange. Sehe ich gerade. Muss man auch ein bisschen aufpassen. Weiß nicht, ob es die noch in anderen Sachen gibt. Ich weiß, die gibt es hier in diesen Vines. Wenn man Pech hat. Aber ich hoffe, wir haben Glück und wir treffen sie nicht. So, dann fange ich mal hier oben. Ich mach mal vielleicht... Hä, wieso kann ich nicht? Ich habe nicht genug Holz. Fuck, 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 fuck. Fuck. Lass mehr als zwei Holz rausfallen. Nein! Drop! Oh, fick dich doch, komm. Ah, die essen die Eier. Interessant. Ich weiß, sie können vergiften. Ah, okay. Wir hatten Glück. Wir nehmen mal die Vines mit. Und pflanzen gleich den Baum hier wieder. Kann man nur hier pflanzen. Okay. Ich tue den mal noch abholzen. Die Nacht ist ja Gott sei Dank nicht sehr lang. Aber das dürfte heißen, dass Sommer ist, oder? Kannst du mal aufhören, mir zu folgen? Geh mal weg. Also, ich habe deinen Baum abgeholzt. Lass mich in Ruhe! Im Schlangen kann ich böse sein. So. Ich mag halt nicht vergiftet werden, deswegen
versuche ich mal ein bisschen von ihm wegzugehen. Und bauen uns mal hier ein Raft. Und gehen das erstmal auf die wilde Fahrt. Wir sind in Tag 2. Und hier ist so ein bisschen stürmischeres Gebiet. Ich versuche jetzt einfach mal zu schauen, ob wir hier was finden, was uns hilft. Oder besser gesagt, eine andere Insel finden. Ist gar nicht so einfach. Hier gibt es Quallen. Ich habe aber noch nicht wirklich geschaut, wie man da was machen kann. Hier sind so Unterwassersachen. Eine Angel hatte ich mir gebaut, einfach nur um zu testen. Und die Sachen kann man auch mitnehmen, das kann man auch essen. Aber ich würde mal sagen, wir haben einen Pilz, wir haben diese Limpets, wir haben einmal Seeds. Wir werden schon auf jeden Fall die zweite Nacht erleben, hoffe ich doch sehr. Und wir gucken mal hier. Gibt es auch so Fische, aber mit denen kann ich auch mittlerweile noch nichts machen. Weiß nicht, ob die irgendwie angelockt werden, wenn man da vielleicht Fleisch aufs Wasser legt. Das wollte ich mal probieren, habe ich aber wieder vergessen, wenn ich ehrlich bin. Aber das können wir hoffentlich alles hier rausfinden. Das Ganze ist übrigens auch ein Early Access. Ich glaube, gab es jetzt während des Steam Sales für ganze 7 Euro. Ich nehme hier mal ein paar Korallen mit. Ich weiß nur nicht, inwiefern die einem was bringen. Aber man kann ja mal ein paar mitnehmen. So. Einfach nur, weil ein Korallenriff rein zufällig da ist. Und ich denke, sie könnten später noch definitiv gut sein. So, hier sind halt einige von diesen Fischen. Ich weiß nicht, was es hier sonst noch für Gegner gibt. Also bis Schlangen. Die Quallen greifen auch nicht unbedingt an, so viel ich mitbekommen habe, sondern die sind halt einfach da. Aber man weiß ja nie. Ich weiß, man kann auf diesen Wellen so ein bisschen surfen, wenn man die richtig nimmt. So ein bisschen schneller vorankommen. Aber ich möchte, wenn ich ehrlich bin, noch nicht in dieses dunkle Gebiet, weil ich noch nicht erlebt habe, dass es da wirklich Inseln gibt. Gucken mal hier rüber vielleicht noch ein bisschen. Hm. Ich habe eigentlich gehofft, wir gehen mal hier runter. Vielleicht finden wir ja hier gleich eine Insel. Oh. Ich wüsste halt gerne, ob man das irgendwie hört. Brandung oder irgend sowas. So. Aber hier höre ich gerade halt nur so ein bisschen Wassergluckern. Guck mal, da ist eine Insel. Perfekt. Cool. Dann kann man hier runterspringen. Und man hat auch gesehen, das Boot hat eine Haltbarkeit. Ich würde sagen, wir holen erstmal noch ein bisschen Holz. Und gucken, ob wir hier vielleicht Gold finden für eine Science-Maschine. Das wäre super. Ein Palmwedel. Der wäre natürlich auch praktisch. Wüsste ich jetzt nur nicht, was ich erstmal ablege. Wir gucken einfach mal. Sagen, Stöcke nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Bei den Palmen gucken wir halt mal. Die großen würde ich fällen. Weiß gar nicht auch, ob wir... Können wir mit den Kokosnüssen wieder einpflanzen? Ja, weiß Gott. Ja, dann pflanzen wir die doch erstmal wieder. Nehmen hier uns noch so ein paar Limbs mit, die wir nachher verspeisen werden. Und das finde ich ganz interessant, dass sie sich sogar einbuddeln. An sich also eine lustige Idee für Don't Starve. Also Don't Starve ja immer noch eins meiner Lieblings-Survival-Games. Da kam noch kein anderes dran. Immer noch eins, mit der ich die meiste Zeit verbracht habe. Ich weiß nicht, ob das am Stil liegt, an diesem Tim Burton-Style, dass mir das so sympathisch ist. Auf jeden Fall macht es halt ultra viel Spaß. Ich könnte hier stundenlang erkunden. Auch wenn es mich manchmal auch schon zu Weißblut gebracht hat, aber ich kann es immer nur in den höchsten Tönen loben, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist einfach so... Oh, ein Schweinchen! Schweinchen! Kann ich dir einen Screenshot machen? Ich soll bestimmt machen, oder? Egal. Ich muss nämlich noch gucken, was ich jetzt Thumbnail mache. Oh, mehrere Schweinchen. Cool. Weiß nicht. Die sind, glaube ich, nett. Ich glaube. Betonung. Ich denke auf jeden Fall, dass sie nett sind.
Vielleicht echt noch ein bisschen mehr Holz haben? Ich weiß auch nicht. Steine haben wir 6. Kann ich mir so ein großes Feuer? Hier brauche ich 12. Steine. Ob ich 12 Steine finden werde? Ich glaube nicht. Nur wenn ich jetzt hier noch ein paar baue, brauche ich eine Spitzhacke, für die ich eigentlich keinen Platz habe. Das ist nicht so pralle. Ich weiß nicht, ob aus den normalen Steinen hier vielleicht auch ab und an was Positives kommen kann. 12 Steine. Warte mal, dann machen wir da oben auf jeden Fall den noch weg. Und dann haben wir die ersten 2 Nächte auch schon rum. Deswegen, ich sammle das mal noch und dann suchen wir uns hier irgendwie... Da oben ist unser Floß. Ich würde noch ein bisschen gerne zu meinem Floß laufen. Das so ein bisschen nach da. Und gerne schauen. Achso, man kann nichts aufheben währenddessen. Hier am Strand entlang. Vielleicht auch wieder so ein kleines Lager. Ich glaube, hier ist es halt echt gut, wenn man sich so ein paar kleine Lager aufbaut. So in jeder erdenklichen Situation. Genau, hier ist so, I'm so hungry. Kannst du gerne sein. Wir packen jetzt hier ein Fire Pit hin. Und würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Ich mache auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen Holz. Guck mal, jetzt sind die da. Und das sind andere, ne? Auf jeden Fall schon mal wieder fürs nächste sammeln. Für das nächste Fire Pit. Und wir machen uns mal ein paar von diesen Limps. Die gucken wir uns mal. Guck, guck, guck. Und währenddessen wir unser Abendessen essen, am Feuer, gemütlich auf unserer einsamen Insel. Was ziemlich viel Heilung zu bringen scheint. Nicht schlecht. So, wir essen alle auf. Wir essen sogar noch die Seeds. Noch mal ein bisschen mehr Platz. Weiß halt nicht, was sich lohnt, hier mitzunehmen. Ich sollte die vielleicht hierher legen. Die brauche ich ja eigentlich nicht. Werkzeug. Ich weiß auch nicht, wozu die Goldmünzen gut sind. Müsste mal vielleicht alles noch rausfinden. Ich fäll mal noch diesen tollen Baum hier. Und verabschiede mich von euch und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid, dabei seid, wenn es Don't Starve heißt bei mir auf dem Channel. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an dem neuen Projekt. Bis dahin, ciao!